Weiter Gewährung EM-Rente. Muss ich das selbst beantragen? Mein Name ist Peter Knüppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe hier eine Anfrage bekommen vom 31. Januar 2023. Da sagt uns die Kundin, dass sie unseren Kanal abonniert hat und sie hat also in den Videos die passende Antwort auf ihre Frage nicht gefunden. Also möchte ich auch noch mal ganz kurz was dazu sagen. Wir können natürlich nicht das gesamte Rentenrecht so beackern, dass Sie jeweils immer auf Ihre spezielle Frage bei uns eine Antwort finden. Grundsätzlich ist es so, dass das Rentenrecht auch immer sehr individuell zu betrachten ist und wir in unseren Videos allgemeine Hinweise geben, sodass Sie hieraus nicht zwingend etwas für sich selbst als Einzelfall ableiten können. Aber Kundin fragt an. Meine befristete EU-Rente läuft im Juni 2023 aus. Die Onkologin und Bekannte von ihr haben ihr gesagt, dass sie vorher einen Brief bekommt von der deutschen Rentenversicherung und da man eventuell verlängern kann oder so. Aber so sicher ist sie sich halt eben nicht. Ja? Muss ich vorher aktiv werden, nicht, dass ich ohne Geld dastehe. Meine liebe Anfragende, wir sagen unseren Kunden, die wir in EM-Rentenverfahren betreut haben oder betreuen, die durch uns EM-Renten auch erhalten haben oder durch unsere Mithilfe EM-Renten mit erhalten haben, die befristet sind, 6 Monate vor Auslaufen der Befristung einen Weitergewährungsantrag stellen. Ja, das Kernproblem bei der deutschen Rentenversicherung ist, dass sie wenig Personal hat und aufgrund des wenigen Personals hier die Bearbeitungszeiten sich extrem verzögern. Also von alleine passiert hier gar nichts. Sie müssen einen Antrag stellen. Selbstverständlich erhalten Sie von der deutschen Rentenversicherung ein Schreiben knapp 4 Monate vorher, dass Ihre Rente ausläuft und Sie einen Weitergewährungsantrag machen. Aber ich würde Ihnen empfehlen, machen Sie den jetzt schon, wenn die Rente im Juni ausläuft. Jetzt damit starten, jetzt zum Arzt gehen, jetzt mit den Leuten reden, medizinische Befundberichte anfordern und, damit Sie hier auf der sicheren Seite sind. Vielleicht noch ein Tipp, prüfen Sie bitte nach für den Fall, dass die Weitergewährung, die Bearbeitung sich verzögert und Sie dann nach Auslaufen Ihrer Rente ohne Geld dastehen, dann bitte prüfen, ob Sie noch Restleistungsansprüche Krankengeld oder auch Arbeitslosengeld 1 haben können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.